nicht so aufgeregt. Kannst es ja kaum erwarten. Er flattert schon seit 2-3 Tagen in seinem Nest. Na, dann wird es wohl Zeit, dass du fliegen lernst, ne? Ja, komm. So, das ist jetzt dein großer Tag. Und, wagen wir es? Ja? Sind Sie bereit? Wenn er es ist, bin ich auch. Okay, dann gehen wir es an. Und, na komm. Na, trau dich. Tja, das war wohl nichts. Oh je. Bruchlandung, würde ich sagen. Ja, dann versuchen wir das doch gleich nochmal. Okay, na komm. Das gesamte Gebiet umfasst 10 Hektar. Eher 9,5. Die Stämme werden an der Südseite gelagert und von dort abtransportiert. Ja. Die Wurzeln und alles andere am westlichen Ende. Gut. Eine Handynummer haben Sie. Oh. Und machen Sie Tempo, die Zeit drängt. Ja, wie immer. So, und jetzt zu uns. Versuchen wir es nochmal? Na los, na komm. Entschuldigung! Wer ist hier der Chef? Herr Burgmeier, da hinten. Ja. Danke. Herr Burgmeier! Mein Name ist Leitner, ich bin hier zuständig. Ja, grüß dich. Wer hat das Ganze hier veranlasst? Ja, der Herr Bachhofer. Ja, dann stellen Sie mal die Arbeiten sofort ein, bis ich überprüft habe, ob hier eine Genehmigung vorliegt. Zeit ist Geld. Geldstrafe kostet noch viel mehr. Nein, stopp! Und? Zufrieden, ja? Wer hat die Rodung genehmigt? Wir roden nicht. Ach, was soll das sonst sein? Ja, Fellarbeiten. Verarschen kann ich mich alleine. Sie warten, bis das geklärt ist, das ist klar. Was sei denn? Was soll das heißen? Sie haben alles gestoppt. Na, dann arbeiten Sie weiter. Dieser Idiot hat Ihnen gar nichts zu sagen. Ich bin Ihr Auftraggeber, auch ich. Komm vorbei. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Was ist los? Leitner hat die Fellarbeiten am Hagerwald gestoppt. Mit welcher Begründung? Was weiß ich. Vielleicht will er noch mal den großen Zampano spielen, bevor er weg ist. Das Problem lässt sich mit Sicherheit klären und danach... Ich habe keine Zeit für diesen Schwachsinn. Max, was ist los? Nichts. Du bist seit Wochen angespannt. Du reagierst bei jeder Kleinigkeit sofort gereizt. So kenne ich dich gar nicht. Das ist alles in Ordnung. Ist es nicht. Hör auf, mir was vorzumachen. Ich stehe kurz vor der Pleite. Erst die Bankenkrise, jetzt die Wirtschaftsmisere. Wie schlimm ist das?
Im Moment brauche ich jeden Cent. Und zwar schnell. Sonst verlieren die Banken ihr Vertrauen und... Die Banken haben dich doch erst in diese Situation gebracht. Ja, und? Soll ich mich drüber beschweren? Dann sag mir, wo. Ich mach 10 Kreuze, wenn diese verdammte Forstdienststelle endlich geschlossen wird und dieser Leitner weg ist vom Fenster. Wow. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Kommen Sie nach, ich hab's eigentlich. Ist der Wachhund schon da? Ist er. Papa, guten Morgen, Herr Leitner. Guten Morgen. Es war nicht so gemeint. Man hat mich schon vieles genannt. Wachhund ist neu. Sie sind spät dran. Ja, ja, ich musste mich noch um eine illegale Rodung kümmern. Kaffee? Ja, danke. Klingt dramatisch. Ist weniger dramatisch als ärgerlich. Geschieht das öfter? Zucker. Dass illegal gerodet wird? Nein, dass sie sich nicht an die Zeiten halten, die sie den Kindern versprochen haben. Stefan ist aber immer pünktlich. Naja, es kommt schon vor, dass ich manchmal durch meine Arbeit zu spät komme. Aber dass wir es trotzdem hinkriegen, haben wir doch schon längst bewiesen, oder? Also, um ehrlich zu sein, bin ich nichts anderes gewohnt. Dani! Unsere Mutter war Ärztin. Die war ständig zu spät und da hat sich niemand beschwert. Zumindest war nie jemand vom Familiengericht bei uns. Ich sage ja auch nicht, dass eine Familie perfekt sein muss. Meine Aufgabe ist es festzustellen, ob für dich und deine Schwester diese Familie hier die beste aller Alternativen ist. Deshalb möchte ich euch morgen am Familiengericht sprechen. Ja, aber das können wir doch hier erledigen, ich meine. Ich möchte die beiden getrennt voneinander befragen in einer Umgebung, die sie nicht beeinflusst. Ach ja, und ein Gerichtssaal beeinflusst natürlich niemanden. Danke für den Kaffee. Bitte. Wie steht es eigentlich um Ihre berufliche Situation? Hat sich das inzwischen geklärt? Ich kämpfe nach wie vor um meine Dienststelle. Aber bis heute weiß keiner genau, was passieren wird. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Warum hast du das verraten? Weil sie es sowieso rausfinden wird. Und außerdem kommt es eigentlich nur darauf an, was ihr darüber denkt. So, und jetzt noch eine von diesen. So, schön auf. Gut, und zu und ein Schlückchen Wasser hinterher. Hast du Hunger? Soll ich dir was machen? Danke. Du musst aber was essen. Ich will aber nicht. Später vielleicht. Vergessen Sie, was der Leitner Ihnen erzählt. Was wir hier machen, ist vollkommen legal. Also, Herr Bachhofer, weiß nicht recht. Tun Sie, was ich Ihnen sage, ja? Okay. Stopp, Jungs! Geht weiter, komm! Kommen Sie dazu, die Arbeiten zu stoppen? Roden ohne Genehmigung? Das ist verboten. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Wer sagt, dass wir roden? Das sind ganz normale Fellarbeiten. Und deshalb reißen Sie die Wurzeln gleich mit raus. Hans, ach, bestimmen Sie jetzt, wo ein gefällter Baum anfängt und wo er aufhört. Stockrodung hat nichts mehr mit gesunder Forstwirtschaft zu tun. Vielleicht jetzt noch mal für Sie zum Mitschreiben. Wir fällen hier. Es sei denn, Sie können mir das Gegenteil beweisen. Die Leute schreien nach Abfallholz für ihre Pellet- und Hackschnitzelheizungen.
Deswegen reißen wir die Wurzeln raus. Da steckt eine Menge Geld im Boden. Auf Kosten der Natur. Wenn Sie hier roden. Ich fälle. Sie zerstören hier alles. Den Wald, Lebensraum von vielen Tierarten. Ist Ihnen das eigentlich klar? Herr Leitner, Ihre Liebe zu Kleintieren in allen Ehren. Ich kann ja verstehen, dass Sie sich zu so einem Getier hingezogen fühlen. Aber ich kann nicht auf jeden Käfer richtig nehmen. Und deshalb haben Sie gleich Verstärkung angefordert. Warum soll ich mich mit jemandem rumärgern, der sowieso nicht mehr lang da ist? Servus. Gott. Worum geht's denn? Ich möchte meine Fellarbeiten vorführen, aber Herr Leitner verhindert das. Mit welchem Argument? Ich vermute, das hat rein persönliche Gründe. Mit dem Argument, dass er hier rodet. Und zwar ohne Genehmigung. Herr Bachhofer hat die Rodung beantragt. Wieso, weiß ich nichts davon. Wir bearbeiten den Antrag gerade. Und zu gegebener Zeit wird der zuständige Förster um eine Stellungnahme gebeten. Und bis dahin schaue ich einfach nur zu? Falls ich die Genehmigung nicht kriege, forste ich selbstverständlich wieder auf. Ach, so ein Blödsinn, das glaubt dir noch keiner, Bachhofer. Was ich glaube und was ich nicht glaube, Leitner. Das spielt ja keine Rolle, es gibt Gesetze und an die halte ich mich. Gesetzeslücken nutzen Sie. Was für Gesetzeslücken? Ach, jeder, der ein paar Augen hat, ein bisschen Hirn, der sieht doch ganz genau, was hier läuft. Dann kommen Sie ja schon mal nicht in Frage. Ich habe mehr Hirn als Sie, Verstand, mein Freund. Meine Herren, bitte. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, an Herrn Bachhofers Aussage zu zweifeln. Na also, wunderschönen Tag noch. Das kann doch nicht wahr sein. Sie trauen in mich, ja? Nein. Aber das ändert nichts daran, dass wir davon ausgehen müssen, dass er die Wahrheit sagt. Herr Leitner, Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Alles, was Herr Bachhofer macht, ist rechtens. Übrigens, nach der Strafversetzung von Herrn Bremer habe ich dem Ministerium vorgeschlagen, die Forstdienststelle Grafenau und nicht Küblach zu schließen. Mit diesen schweren Maschinen zerstört er die ganze Flora und Fauna. Von dem Raubbau erholt sich der Boden nicht mehr, und das wissen Sie. Darum sollten Sie sich kümmern. Glauben Sie eigentlich, dass Sie der Einzige sind, der mit den Kürzungen im Forstbetrieb Probleme hat? Mein Job steht genauso zur Disposition. Wenn die da oben den Eindruck haben, dass ich meinen Laden nicht mehr im Griff habe, dann bin ich schneller weg vom Fenster als Sie. Also wenn wir schon im selben Boot sitzen, dann sollten wir auch in dieselbe Richtung rudern. Einen schönen guten Morgen. Dr. Stern, morgen. Herr Leitner, guten Morgen. Wie geht es Ihrer Frau? Zum Glück kümmern sich jetzt richtige Ärzte um Sie. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Vielen Dank. Sie haben schon genug für Sie getan. Ich kann verstehen, dass Sie einen Schuldigen suchen, um das alles zu begreifen. Aber... Meine Frau hatte einen Schlaganfall. Und Sie haben nichts davon gemerkt. Da brauche ich nicht lange suchen. Was macht der denn? Da weiß ich ganz genau, wer schuld an Ihrem Zustand ist. Lassen Sie mich los! Herr Leitner! Ja, kann ich noch irgendwas für Sie tun? So ein Doktor sind Sie, so einer! Ihre Frau hat mir nichts von Ihren Lähmungserscheinungen gesagt. Lassen Sie den Doktor los. Beruhigen Sie sich doch. Das macht die Sache doch nicht besser. Für mich schon. Das hat ein juristisches Nachspiel. Gottes Willen, kann ich Ihnen helfen? Ein Glas Wasser oder was? Schon. Alles in Ordnung, danke. Entschuldigen kann ich mich ja dann später. Ich hoffe, sonst alles in Ordnung? Ah, Kaffee hätte ich noch gerne. Aber gerne. Oh, Entschuldigung. Ich wünsche guten Appetit. Danke. Und, wie läuft's? Na super. Toast verbrannt, Eierstein hart. Zum Glück sind die beiden pflegeleicht. Ich bringe Marianne erstmal die Medizin. Moment! Was? Nächste Woche haben wir vier Paare. Vier Paare? Das sind. Gottes Willen, das sind ja acht Gäste. Ich kann rechnen. Mensch, wir kommen doch nicht mal mit den beiden zurecht. Wir müssen den Leuten absagen. Und wovon sollen wir leben? Wir brauchen das Geld und Marianne braucht das Gefühl, dass hier alles in Ordnung ist. Okay, dann müssen wir uns was überlegen, was wir tun können, damit der Laden besser läuft. Du könntest erst mal diese komische Schürze ausziehen, sonst glauben die Leute noch, wir sind eine reine Männerpension. Ah. Rechtels Sondermüll wurde auf andere Deponien im Bundesgebiet verteilt. Der Boden ist soweit abgetragen. Bleibt nur noch die Frage der Kostenübernahme.
Das wird uns allerdings noch eine ganze Weile beschäftigen. Die Sitzung ist beendet. Vielen Dank. Und was ist mit dem Leitner? Was soll mit ihm sein? Immerhin hat er diesen Skandal aufgedeckt und ihm haben wir es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist. Das ist ja hinreichend bekannt und wurde auch mehrfach in der Presse erwähnt. Und dennoch hält es niemand für nötig, dass man ihm hilft. Ich meine, er steht in seinem Kampf um diese Forstdienststelle ganz allein da. Den Förster aus Grafenau haben strafversetzt. Sollst doch dem seinen Laden dicht machen und uns den Leitner lassen. Das ist Sache der Forstverwaltung. Der Leitner ist auch zuständig für unsere Gemeindewald. Und da haben wir das Sagen. Oder gibt es einen Grund, warum ausgerechnet die Bürgermeisterin von Küblach in den letzten Wochen den Mund gehalten hat? Oder soll man besser sagen, Frau Landrätin in Spee? Ich bedauere die Entscheidung der Forstverwaltung, genauso wie alle hier im Saal. Wunderbar, wunderbar. Da stelle ich den Antrag, dass die Gemeinde in Person von Frau Bürgermeisterin endlich aktiv um die Erhaltung unserer Forstdienststelle kämpft. Antrag angenommen. Was machst du denn hier? Ist die Gemeinderatssitzung schlecht gelaufen, oder was? Frau Lipschick war so nett. Ich muss mit dir reden. Was gibt's? Dein Max Bachhofer rodet, bevor er überhaupt eine Genehmigung dazu hat. Kannst du das nicht mit ihm besprechen? Es ist besser, wenn du das tust. Auf mich hört er nämlich nicht mehr. Das sind keine normalen Fellarbeiten, die er da durchführt. Das ist eine Stockrodung. Stock was? Da werden Bäume regelrecht rausgerissen. Alles, was auf und unter der Erde lebt, wird zerstört. Davon erholt sich die Natur nicht mehr. Und wenn die Genehmigung zur Rodung erteilt wird? Muss ich das wohl akzeptieren. Aber ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er uns an der Nase rumführt, nur weil er eine Lücke im Gesetz gefunden hat. Na, mein Kleiner? Jetzt schlaf ein bisschen. Lisa, ich arbeite gerade. Kümmere dich mal um den Hund. Okay, komm her. Was stellt mir die Richterin eigentlich morgen für Fragen? Na, ob du hier bleiben möchtest oder lieber zu Papa gehen willst. Wie Stefan so ist, ob du ihn magst, ob du ihm vertraust. Lauter so Zeug halt. Fragt sie dich auch was? Ja, ich denke schon. Ich bin dein großer Bruder. Und was sagst du zu ihr? Das weiß ich auch noch nicht. Willst du hier bleiben oder gehen? Ich bin volljährig. Ich kann machen, was ich will. Ja, was willst du denn? Hier bleiben oder gehen? Ich kann dir bei der Entscheidung nicht helfen. Das wäre irgendwie nicht fair. Du musst schauen, dass du da irgendwie selbst einen Weg findest. Na, ihr zwei. Kommst du mit Lukas klar? Ja, klar, kein Problem. Gut, weil wir müssen nochmal los. Bist du bereit? Na klar. Okay, dann los. Wo wollt ihr überhaupt hin? Zu Marianne. Josef. Hallo. Wie geht's dir? Ja, besser. Aber das dauert noch, bis die wieder ganz die Alte ist. Aber die Chance, die besteht. Ja, die Ärzte sagen ja. Und mein Vater? Du, der. Der hat einen ziemlichen Schock weg, aber. Aber er kümmert sich rührend um Marianne. Fest! Ach. Machen wir gleich nochmal. Ich hätte nicht so viel arbeiten sollen. Das Leben genießen. Tun sollen. Wir werden das Leben genießen, Marianne. Das schwöre ich dir. Oh, wir bekommen Besuch. Ihr kommt genau richtig. Marianne drückt sich nämlich gern vor den Übungen. Wie fühlst du dich, Marianne? Besser wie gestern und morgen, wer weiß. Darf ich dir was schenken? Was willst du mir schenken? Oliver, solange du krank bist, kümmern wir uns zusammen um ihn. Und wenn du wieder gesund bist, gehört Oliver dir ganz allein. Aber es ist doch dein Hund.
Ja, aber ich will, dass du wieder gesund wirst. Und jetzt musst du, damit du dich um Oliver kümmern kannst. So. Jetzt müssen wir aber weitermachen. Komm, nimm ihn mal. Und festdrücken. Fest. Drücken. Und fest. Fest. Ganz fest. Du schaffst es, Marianne. Du schaffst es. Ich schaff's, Marianne. Komm, 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 komm. Fest, fest. Ja. Hallo, Schatz. Hi. Oh, bin ich kaputt. Ach, übrigens, Stefan war heute bei mir. Kannst du mir mal die Füße massieren? Hm? Hat er sich bei dir ausgeweint, hm? Ich soll dich davon überzeugen, dass es auf deinem Waldstück etwas ruhiger angehen lässt. Denn seine Probleme möchte ich auch mal haben. Mama, darf ich mit Jack aufs Feld spielen gehen? Na klar. Aber in einer Stunde seid ihr wieder da, ja? Ja. Und sei vorsichtig. Ja. Der Gemeinderat möchte, dass ich mich für ihn einsetze. Was? Nachdem Herr Bremer strafversetzt wurde, gibt es keinen Grund mehr, Grafenau den Vorzug zu geben. Du wirst dich nicht für ihn einsetzen. Das ist eine Entscheidung des Gemeinderats. Selbst wenn ich wollte, ich... Anna, ich habe schon einen Käufer für das Grundstück. Und ich habe einen Vorschuss dafür kassiert. Du willst das Waldstück verkaufen? Ich habe schon verkauft, als Ackerland. Ich verstehe nicht. Für 10 Hektar Wald bekomme ich 100.000 Euro. Für dieselbe Fläche als Ackerland das Dreifache. Dann hat Stefan recht. Ist erstmal alles zerstört, kriegst du leichter die Genehmigung für eine Rodung. Ja. Und wenn der sich ausnahmsweise mal raushält, dann stehen meine Chancen ganz gut. Ein paar Verbindungen habe ich noch. Das ist Betrug, Max. Und? Was soll ich denn tun? Ich brauche das Geld, um über die Runden zu kommen. Aber solange mir dieser Leitner im Nacken sitzt... Anna, ich zähle auf dich. Gefällt's dir? Ja. Komm mal her. Was du getan hast, war wirklich ganz, ganz toll. Jeder weiß, wie gern du Oliver hast. Marianne braucht den Moment mehr als ich. Und deswegen kriegst du jetzt eine Belohnung von mir. Hast du Lust, reiten zu gehen? Oh ja! Na, komm mal mit. Hey, hallo. 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 Das ist Frau Winter. Alisa. Hallo. 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 Sie erklärt dir alles. Alisa, los geht's. Auf geht's. Gleich aufsteigen. Ja. Okay. Na komm. Viel Spaß. Danke, danke, danke. Danke, dass es so schnell geklappt hat. Für dich doch immer. So. Ich will dir noch was aus der Zeitung vorlesen. Ich bin so müde. Oder vielleicht einen schönen Schicksalsroman. Morgen. War ein anstrengender Tag heute. Wolfgang! Wolfgang! Mensch, Wolfgang, hilf mir doch mal! Lass das. Der Trockner läuft auf Hochtouren, aber kommt trotzdem nicht gegen an. Wir haben Wichtigeres zu tun. Was denn? Ist das Hündchen versorgt? Ja. Und die Gäste? Ja, na klar. Also los, dann komm. Danke. Hat's dir gefallen? Ja. Ja? Das freut mich. Leitner,
Was sagen Sie? Noch mehr Giftfässer? Wo? Ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Sag mal, sagst du mir jetzt endlich mal, was du vorhast? Weißt du, unsere kleine Lisa weiß besser als wir alle, was Marianne gut tut. Man muss ihr Lebensfreude schenken. Zuversicht. Das gibt Kraft und die braucht sie jetzt wirklich. Wir reparieren den Wagen. Und dann chauffiere ich Marianne durch Kühlblach wie eine Königin und den Bayerischen Wald. Ich mache sie ganz einfach so glücklich, dass sie gar nicht mehr anders kann, als wieder ganz gesund zu werden. Wolfgang, Wolfgang, es geht nicht. Schau ihn dir doch mal an. Ich meine, allein den Wagen hier wegzutransportieren, kostet schon mehr, als du hast. Dann müssen eben alle mithelfen. Wolfgang. Ich werde Marianne in diesen Sportwagen durch Kühlblach fahren, Josef. Ich mache sie wieder ganz glücklich. Ich dachte, das sollten Sie sich ansehen. Tag, Herr Jansen. Das ist übrigens meine Tochter Lisa. Hallo. Hallo Lisa, grüß Gott. Was gibt's denn? Da gibt man Entwarnung und dann das. Das kann doch nicht wahr sein. Wir wussten nicht, dass die alte Kiesgrube Frechtl gehört. Wir sind durch Zufall in seinen Unterlagen darauf gestoßen. Wie schlimm ist es? Die Fässer sind ziemlich marode. Wir haben bereits Spuren von Tripotylzin gefunden. Das Zeug schädigt das Immun- und Hormonsystem. Das ist bestimmt schon im Grundwasser. Deshalb habe ich Sie gleich angerufen. Wir müssen das Grundwasser abpumpen. Denken Sie an das angrenzende Niedermoor. Das würde austrocknen. Da hätten wir die nächste ökologische Katastrophe. Ich sag's Ihnen ja. Es nimmt kein Ende. Bei Jenny. Achso. Wo hast denn du Oliver gelassen? Ach, bei Marianne. Hey, damit sparst du dir das Fitnessstudio. Wir wohnen und essen hier umsonst, da kann ich ruhig auch mal was tun. Das finde ich gut von dir. Ich meine, innerhalb einer Familie stellt man keine Rechnungen, aber ich könnte mich dran gewöhnen, also Vorsicht. Jeder hat mich gefragt, was ich morgen sagen werde, nur du nicht. Du kennst meine Meinung. Wenn das mit der Großfamilie schief geht, dann gibt's kein Zurück mehr. Zeig du mir die perfekte Familie und ich höre auf, unsere zu kämpfen. Komm, ich helfe dir. Ja? Für mich? Mhm. Also, dann machst du die Post auf. Das bleibt doch eh in der Familie. Was ist denn das? Nachdem sie dir gedroht hatten, die Forstdienststelle zu schließen, habe ich mit Opa geredet. Und der wiederum hat mit Singler Bär telefoniert. Wegen einem Job in Kanada. Es gibt kein Zurück mehr nach Kanada, das weißt du doch. Aber schau mal, die bieten dir das Forschungsprojekt an, das du schon immer leiten wolltest. Und du könntest wieder mit Wölfen arbeiten. Statt in München in irgendeinem blöden Büro zu versauern. Ach, Jenny. Papa, vergiss doch mal mich, Daniel oder sonst irgendwen. Sondern mach einfach mal das, was du willst. Denk einfach drüber nach. Ja,
danke. Ja, das sind die Momente des Lebens. Und mich freut es immer, dass ich euch so leicht glücklich machen kann. Du, aber Sibylle, es gibt doch was, was mich noch glücklicher machen will. Jetzt flirtet ihr wieder. Gib Ober auf, Sibylle. No, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Ja? Ja? Tu ich mich so gern. Ein Schweinsbraten. Kommt sofort. Ja, so wird das mit der Sibylle nie was. Sagt das nicht, Liebe geht durch den Mangel. Gesundheit. Ach, Herr Leitner, wie geht es Ihrer Frau? Es geht langsam aufwärts. Wenn ich irgendwie helfen kann mit Essen oder Ähnlichem. Danke, ich weiß das zu schätzen. Ein Radler bitte. Gerne. Grüß dich. Bevor die Frage kommt, Marianne, geht es besser? Ah, das hört man gern. Und es könnte ihr bald noch besser gehen mit eurer Hilfe. Also, wir sind zu allen Schandtaten bereit. Hm? Ja, mit Schandtaten, da kennt ihr sie aus, der Hermann. Wolfgang, wie können wir denn helfen? Also, ich brauche einen LKW. Eine Seilwinde und zwei kräftige Bullen. Mhm. Hast du schon mit deinem Sohn lieber geredet? Ich mein, soll ich denn mit Stefan reden darüber? Das kann ja, ich schon selber entscheiden. Prost. Ja, schau mal auf die Uhr. Oh, tut mir leid, ich hab das ganz. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Du vermisst es doch. Naja, hätte ich es wieder, würde ich was anderes vermissen. Was gibt's denn? Spaghetti mit Ketchup. Hey, ich habe nie gesagt, dass ich eine gute Köchin bin. Aber von Lisa kriege ich 5 Sterne. Ja, dann mache ich mir lieber einen Salat. Da nicht runterrutschen. Ja. Und jetzt denn? Komm. Langsam. Ja, so. Gut, super. Gut. Ja, bin ich auch. Herr Leitner, was soll denn das? So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ciao. Also, wir können doch nicht einfach den Schrotthaufen in den Garten stellen. Das ist kein Schrotthaufen, Pfarrer Amboss. Das ist mein Erbe. Und wenn Sie sich erinnern, haben Sie mir beim Notar Ihr Wort gegeben, dass Sie mir mit dem Wagen helfen wollen. Wenn eine Kleinigkeit zu reparieren ist. Aber das hier ist doch... Geh weiter, so viel ist doch das gar nicht, Herr Pfarrer. Jetzt hör doch auf! Mit Gottes Hilfe schaffen wir das schon bei Ihren Beziehungen. Also Gott kann Wunder vollbringen. Aber... Geh weiter, lass uns gehen, ja. Komm. Aber das hier, also die Wege des Herrn soll einer begreifen. So, Sina, schauen wir mal. Es muss doch einen Weg geben. Wie bekomme ich Wasser ans Moor? Das könnte die Lösung sein. Ich dachte, die Probleme mit Brechtels Mülldeponie hätten sich geklärt. Ja, das dachte ich auch. Ich habe gestern Herrn Jansen getroffen. Der hat mir was ganz anderes gezeigt. Die haben Giftfässer in der alten Kiesgrube gefunden. Das THW ist bereits vor Ort. Ja, ist das Problem damit gelöst, oder...
gibt's da noch einen Haken? Eine Wasseradel. Die führt direkt von der Kiesgrube ins Moor. Die muss natürlich jetzt aufwendig abgepumpt werden. Naja, aber dadurch sinkt der Grundwasserspiegel und das Moor wird nicht mehr ausreichend versorgt. Klasse. Ein Problem gelöst, dafür ein anderes aufgemacht. Es gibt aber eine Möglichkeit. Wenn wir das Wasser direkt auf diesem Weg ins Moor zurückführen. Wie hoch ist der Aufwand? 2-3 Tage. Aber das ist doch nicht alles. Der Hagerwald. Ah, Bachhofers Waldstück. Den müssen wir zum Wasserschutzgebiet erklären. Aber dazu müssen alle Rodungsarbeiten. Fellarbeiten. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Die müssen gestoppt werden. Ja, haben Sie mit der Gemeinde schon gesprochen? Machen Sie Witze? Ich stehe doch auf der Abschussliste. Mir glaubt keiner mehr. Das müssen Sie schon selber tun. Frau Rombach, die Briefe müssen noch unterschrieben werden. Ja. Haben Sie schon mit der Forstverwaltung gesprochen? Noch nicht. Was meinen Sie? Hat der Herr Leitner noch eine Chance? Ich weiß es nicht, Frau Lipschick. Ist es vielleicht, weil der Herr Leitner bei dem Umweltskandal den Mund aufgemacht hat und die Presse ihn deswegen als Held feiert? Das passt einigen Leuten nicht. Ist das alles oder muss ich noch irgendwas unterschreiben? Vielleicht muss man ja, um in der Politik erfolgreich zu sein, über Leichen gehen. Aber man muss auch der Mensch dazu sein, sonst geht man irgendwann dran zugrunde. Vielen Dank für deinen Wagen. Bei mir wäre es ein bisschen eng geworden. Ja, ist halt eine richtige Familienkutsche. Gürtstand ist okay. Du, Stefan, ich wünsche dir Glück in Passau. Bin bei euch. Wird schon schief gehen. Ja, wird schon schief gehen. Bitte kommt jetzt. Wir müssen los. Daniel, nimmst du die Jacke bitte nach hinten? Klar. Okay, fahr mal. Und? Was habe ich gesagt? Der Wagen ist hier und ich bin nicht ruiniert. Wie hast du das geschafft? Ich habe das doch gesagt, wenn alle mithelfen, schaffen wir das schon. Marianne ist in Küblach so beliebt, die würden uns nie im Stich lassen. Also, die Achsen sind in Ordnung. Der Raum lässt sich schweißen. Der Rest ist Fleißarbeit. Was habe ich gesagt? Ja, weil wie Sie allerdings an die Sitze und an den Motor kommen wollen, das ist Ihr Problem. Hast du einen Schimmer, was ein Motor für so einen alten Sportwagen kostet? Und die Sitze, die waren doch bestimmt aus Leder, oder? Ja. Du immer mit deinem Geld. Ach. Ja, schaut's mich nicht so an. Ich bin hier bloß der Pfarrer. Für die Wunder ist er zuständig. Lisa, gibst du Lukas mal was zu trinken, bitte? Ja. Lukas, schau mal hier. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Können wir? Von mir aus. Du
könntest ruhig ein bisschen mehr Begeisterung zeigen, oder? Ich lass mich halt nicht gern verarschen. Was soll denn das heißen? Wann hattest du eigentlich vor, mir zu sagen, dass du mit Lisa und Lukas nach Kanada abhauen willst? Ich will aber nicht nach Kanada. Seit wann liest du fremde Post ab? Ich dachte nicht, dass wir immer noch Fremde sind. Ich hab's vermasselt. Abwarten. So, warte mal, es kommt. Komm. Also, Herr Bachhofer, ja, es hat Glück gelaufen. Ja, vielleicht das nächste Mal. Ja. Hey, sollte sich was ändern? Dann sag ich Bescheid. Ja. Darum, ihren Sieg zu genießen. Warum sollte ich das genießen? Ich wollte nur sehen, ob die Arbeiten wirklich eingestellt wurden. Weil sie Leute wie mich nicht mögen. Weil sie es einfach nicht ertragen können, dass sie mit der Frau ihres besten Freundes zusammen sind. Oder einfach nur, weil sie ein kleines, stures Beamtenarschloch sind. Suchen sie sich's aus. Wenn ich muss, dann will ich zählen. Sie haben doch keine Ahnung, was es bedeutet, jeden Tag ums Überleben zu kämpfen. Was es heißt, Menschen zu entlassen und ihnen dabei in die Augen zu sehen. Hören Sie auf. Sie wählen lieber C. Ja. Sie. Das wird Sie Ihren Job kosten, Leitner. Und zwar endgültig.